Gute, heute gibt's was Schönes, und zwar gibt's eine süß-saure Balsamico-Hähnchenbrust. Und liebe Leid, wie ich diese hervorragende Hähnchenbrust gemacht habe. Das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Plan ist es ja, heute eine schöne Hähnchenbrust zu machen, also so eine schöne Balsamico-Hähnchenbrust. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, hier kannst du auch noch ein bisschen spannender gestalten das Ganze. Machen wir doch heute eine geräucherte Balsamico-Hähnchenbrust. Ja, und das machen wir heute. Als erstes muss ich jetzt hier mal dem Knoblauch eine auf die Nuss geben, damit die Schale abgeht. Und ihr liebe Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid oder ihr seid vielleicht schon länger auf dem Kanal, habt aber noch nicht abonniert, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen. Einen schicken netten Daumen nach oben, vielleicht drückt ihr noch die Glocke, weil dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und Kommentare lese ich sowieso sehr, sehr gerne und ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal tatsächlich bei den Leuten bedanken, die die neue Funktion Super Thanks benutzt haben. Die ist da unten bei den Däumchen. Damit kann man nämlich meinen Kanal unterstützen. Das ist so ähnlich, wie wenn man im Livestream so den Super Chat aktiviert. Ja, dafür möchte ich mich wirklich bedanken für die Leute, die da draufklicken und meinen Kanal unterstützen. Vielen, vielen Dank. Mir fehlen die Worte. Ich habe euch so doll lieb. Ganz viel Liebe geht raus. Wir wollen jetzt aber nicht sentimental werden, sondern wir wollen uns dem Rezept widmen. Und zwar habt ihr ja gesehen, ich habe den Knoblauch klein gehackt und den habe ich zur Hähnchenbrust gegeben. Dann habe ich hier eine halbe Chili klein gehackt. Ob ihr das Kerngehäuse jetzt drin lasst oder nicht, das bleibt jetzt euch überlassen. Es kommt immer darauf an, wie scharf das Ding auch ist. Dann gebe ich noch ein bisschen Salz zur Hähnchenbrust. Und natürlich ein bisschen Pfeffer. In dem Fall habe ich Kirschpfeffer genommen. Das benutze ich aktuell sehr, sehr gerne. Sollte ich es finden, dann verlinke ich euch es unten in der Infobox. Könnt ihr mal probieren. Aber alternativ könnt ihr natürlich ganz normalen Pfeffer nehmen. Und jetzt gebe ich einen guten Schuss Balsamico-Essig hinein. Denn der ist natürlich für unser Rezept sehr, sehr wichtig. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Ahornsirup. Und wer jetzt die letzten Videos so ein bisschen verfolgt hat, der weiß ganz genau, ich stehe aktuell richtig auf Ahornsirup. Finde ich tatsächlich irgendwie cooler, als einfach so Zucker reinzuklatschen. Naja, was soll's. Ahornsirup ist eine geile Sache. Ist zwar schweineteuer, aber was kostet die Welt? Jetzt habe ich mir einen Handschuh angezogen. Ja, jetzt kommen wieder die Kommentare. Was ziehst denn du einen schwarzen Handschuh an? Ist das modern? Muss man das tragen? Bist du Tätowierer? Was ist denn los mit dir? Nein, ich will mir einfach nur nicht die Hände schmutzig machen. Ich muss jetzt quasi in dem Balsamico-Essig und dem Knoblauch und der Chili rumpanschen. Und das möchte ich nicht jetzt mit meiner bloßen Hand machen. Und sonst greife ich mir ins Auge und dann brennt es und dann schmerzt das Ganze. Und das möchte ich nicht. Die Hähnchenbrust, die habe ich jetzt circa 3 Stunden im Kühlschrank richtig schön durchziehen lassen. Und jetzt können wir sie auf den Grill legen. Ihr seht schon, der Sheriff ist richtig in Action. Wer es nicht kennt, das ist ein Pelletgrill. Der ist jetzt auf 80 Grad eingestellt. Das ist so für ihn die Temperatur, bei der er räuchert. Wenn ihr das Ganze auf eurem Kugelgrill macht, dann schafft eine indirekte Zone, pegelt den Grill auf 100 Grad ein und dann könnt ihr schön Räucherchips hineingeben oder Chunks oder was auch immer ihr gerade so da habt. Gibt auch hier dieses ganz dünne Zeug. Und was für welches ihr nehmt, also welches Räucherholz, das ist ganz egal. Ich habe jetzt in diesem Fall Apfelpellets genommen, aber ihr könnt auch gerne Kirschholz nehmen oder Mesquite oder was auch immer. Nach ungefähr, ja, so einer Dreiviertelstunde bis Stunde hat unsere Hähnchenbrust eine Kerntemperatur von circa 72 Grad und somit ist sie fertig. Und ich muss sagen, sie sieht ziemlich gut aus. Natürlich, sie ist jetzt nicht angeknuspert oder angegrillt, das ist klar, ne? Sondern sie ist jetzt nur geräuchert. Aber habt ihr es gerade gesehen, wie saftig das Ding ist? Habt ihr das gesehen, wie das getropft ist da eben aufs Wer aber jetzt morgt, der kann das Ganze nochmal kurz, bevor er die Kerntemperatur erreicht, nochmal kurz auf den Grill schmeißen und ein bisschen anknuspern. Nur wer möchte. Aber schaut sie euch an, sieht die nicht richtig fabelhaft aus? Richtig schön. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, und was soll ich jetzt sagen, liebe Leute? Das war's eigentlich schon. Jetzt habe ich hier einen wunderschönen Salatteller mit wunderschönem Salat angerichtet, damit die Hähnchenbrust jetzt sich da schön betten kann. Ah, das sieht hervorragend aus. Heute male ich quasi ein Bild, seht ihr es heute? Und das ist jetzt noch nicht fertig, weil jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Ich gebe jetzt noch ein paar Sprossen oben drüber, damit das Ganze noch ein bisschen hübscher aussieht. Denn heute sind wir tatsächlich auf einer Kunstakademie. Nein, liebe Leute, ihr müsst das natürlich jetzt nicht so hübsch anrichten wie ich, aber das ist, sieht halt schön aus, kann man mal so machen. Und was soll ich sagen? Ich bin mir fast sicher, ihr möchtet diese hervorragende Hähnchenbrust mal nachmachen. Und damit ihr diese hervorragende Hähnchenbrust mal nachmachen könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten.
Ihr braucht Hähnchenbrüste, Balsamico-Essig, Ahornsirup, Knoblauchzehen, eine halbe rote Chili, Salz, Pfeffer und ein bisschen Salat und Sprossen als Garnitur. Ja, liebe Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Gar nichts, denn jetzt wird probiert. Liebe Leute, hier habe ich dieses hervorragende Balsamico-Hähnchen. Das werde ich auch gleich probieren, weil ansonsten laber ich viel zu viel. Ich nehme mal hier so ein Stück weg. Großartig. WTF. Großartig. Es ist süß-sauer durch den Balsamico-Essig und den Ahornsirup. Knoblauchig. Und es hat eine ganz kleine Schärfe. Durch die Chili, die drin ist. Boah, das müsst ihr nachmachen. Richtig, richtig gut. Wer will, kann das dann quasi nochmal über direkter Hitze anknuspern. Da gibt es noch ein paar Röster rum. Aber auch so, der Geschmack ist Bombe. Liebe Leute, was soll ich sagen? Nix. Macht euch jetzt ab an den Grill. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running.